Hallo, mein lieber Krebs. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich grüße dich und willkommen zu deiner Septemberlegung. An dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße an alle neuen Reinschauer unter euch. Freut mich sehr, dass ihr hierher gefunden habt. Und ja, wir gucken jetzt mal rein, was ich dir da sagen darf für den September. Du bedenkst natürlich wie immer, dass es sich um eine allgemeine Legung handelt, die nicht unbedingt alle Krebse betreffen muss. Aber eure Fühler werden euch das sagen, ob das eure Legung ist. Und ja, ein neues Deck hat zu mir gefunden. Und zwar das Prince and Todd Tarot von Ines Prince und Alexandra Todd. Von zwei wunderbaren Mädels, die das Deck entwickelt haben, die da wirklich sehr viel Arbeit und Mühe reingesteckt haben. Also, falls ihr euch interessiert, ihr findet das in der Videobeschreibung, wo man das erhalten kann. Jetzt gucken wir aber rein, mein lieber Krebs. September. Was ist im September los bei dir, Krebs? Worum geht es im September für Krebs? Da kam ja schnell raus. Verwunschenes Tal. Portal. Eventuell eine Portalöffnung. Vielleicht stehst du vor einer Tür, also die sich öffnen kann. Vielleicht bist du dabei, dir selbst etwas zu eröffnen, eine Tür zu öffnen. Es ist vielleicht sowas wie ein Wunsch von dir, ne, dass du da eine neue Ebene betreten kannst, dass du dich für diese Sache öffnen kannst, dass diese Sache sich dir öffnet. Es ist auch sozusagen das, was man eigentlich nicht wirklich sieht. Es ist eine Ebene, die man betreten kann, mehr so auf der spirituellen Art und Weise, ne, dass man sich dem öffnet und dass man bereit ist, diesen Weg auch zu gehen, ne? Ja. Das verwunschene Tal. Gucken wir mal weiter. Worum geht es denn hier noch, Krebs? Im September. Zehn der Münzen. Es geht um Sicherheit und Stabilität in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Lage, Angelegenheit. Vielleicht hast du da wirklich was im Kopf, im Sinn, vor Augen, wo du gerne weiter reingehen möchtest, wo du dich veröffnen möchtest, wo du auch bereit für bist. Aber das muss natürlich auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringen, ne? Eine Stabilität. Das darf jetzt nicht nur irgendwie so eine Illusion sein, sondern du möchtest schon gerne, dass dir da Sicherheit vermittelt wird. Das kann jetzt in sämtlichen Bereichen sein, Krebs. Es kann im zwischenmenschlichen Bereich sein, es kann arbeitstechnisch sein, es kann etwas Privates sein. Natürlich kann das auch in der Liebe etwas sein, ne? Dass man sich die Stabilität wünscht zu einer Verbindung, in einer Verbindung mit einem Menschen. Ne? Es ist vielleicht dieser Wunsch, dass man die hundertprozentige Sicherheit hat, die Stabilität mit den Menschen, ne? Ein fester Boden, auf dem man was aufbauen kann. Ne? Gucken wir mal weiter. Was kommt denn da auf dich zu, Krebs, im September? Was ist denn da los? Was will sich da zeigen, Krebs im September? Was haben wir denn da? Sieben der Schwerter. Weitere Karten. Was ist im September los? Die Sieben der Münzen. Noch eine Karte. Hoppala, die kam aber rausgeschossen. Da kam noch eine Zusatzbotschaft. Da haben wir jetzt hier die Prinzessin der Stäbe und oh, der Ritter der Kelche, deine Energie. Was haben wir im unteren Deck? Heieiei. Zehn der Schwerter. Heieiei. Das ist eine komplett K.O.-Lage, würde ich mal sagen. Ne? Mehrere Stiche ins Herz bekommen haben. Ja, sich irgendwie erledigt fühlen, K.O. fühlen. Ja, so von wegen, jetzt ist mal gut, jetzt reicht's auch, ne? Jetzt kann ich auch nicht mehr. Irgendwas ist im Inneren an einem Tiefpunkt angekommen, ne? Vielleicht hat einem diese Situation so ausgelaugt, ne? Man wünscht sich jetzt einfach die hundertprozentige Sicherheit in der Sache, ne? So, wir fangen jetzt mal an, die Sieben der Schwerter. Hier ist es so, dass jemand in seiner eigenen kleinen Welt steckt. Ne? Die Sieben der Schwerter, das ist so ein sich davonstehlen, sich wegschleichen. Hier wird man beobachtet. Vielleicht ist das etwas aus der Vergangenheit, wo ihr
so ein Gefühl hattet, ne, dass eine Person sich einfach davon gemacht hat, sich mit einer bestimmten Situation nicht auseinandergesetzt hat. Das kann etwas Vergängliches sein, das kann aber auch jetzt die jetzige Lage sein, mit dem das Ganze hier zu tun hat, wo man einfach jetzt K.O. ist, beziehungsweise wo man keine Lust mehr hat, wo es jetzt endgültig am Tiefpunkt angekommen ist, ne? Weil man will Klärung, man will die komplette Sicherheit erspüren, ne? Dieser Wunsch ist einfach so stark danach, ne? Und vielleicht hat die Person sich einfach die ganze Zeit immer, ja, verdrückt, abgehauen. Oder ihr habt das Gefühl einfach gehabt, ne? Man hat die Person vielleicht beobachtet die ganze Zeit. Wenn es sich jetzt hier um eine Verbindung handelt oder etwas Zwischenmenschliches, ne? Man hat die Person im Blick und man hat das Gefühl, die Person ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt als mit euch oder mit der Verbindung, ne? Vielleicht hat die Person sich auch noch nicht wirklich auf euch eingelassen. Ein ausweichendes Verhalten, ein sich wegstehlen, wie schon gesagt, ne? Ja, vielleicht auch so ein bisschen Strategie anwenden, ne? Kann auch sein, dass das einfach nur so ein Getue ist, so ein Gemache ist, weil ich habe das Gefühl, dass hier mit den 7 der Münzen, dass es sich um die Person handelt, die da langsam mit 7 der Münzen auf dich zukommt, mit der Stabilität. Oder es ist deine Energie, dass du sagst, okay, ein bisschen Stabilität kann ich da jetzt erkennen, ne? Man möchte das auch stabil machen. Man fängt vielleicht selber an. Mit 7 der Münzen, ne? Man hat da vielleicht auch schon viel reingesteckt. Das ist die Arbeit, das ist die Mühe, ne? Hier wartet man einfach, dass etwas Früchte trägt. Man schaut sich das an, okay. Wie viel Stabilität, wie viel Sicherheit habe ich da erschaffen oder wie sicher und stabil ist das mit mir und diesen Menschen, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt die Liebe sein, aber es kommt mir so vor, als ob da noch ein anderer Mensch eine Rolle spielt. Krebs. Und ja, man betrachtet das einfach auch mit seiner eigenen inneren Stabilität. Der Mensch ist noch so ein bisschen zurückhaltend bzw. vorsichtig, ne? Da gleich mehrere Münzen auf einmal zu geben. Man guckt sich das erstmal an, ja gut, okay, geht schon, so langsam wird's, so langsam wird's. So, dann haben wir die Prinzessin der Stäbe, Feuer, Schütze, Löwe, Widder, Leidenschaft. Es kann sein, dass jemand in euch diese Leidenschaft auf einmal entfacht. Ihr spürt das, ihr merkt das. Ihr könntet aber auch für diesen Menschen diese hitzige, leidenschaftliche und attraktive Person sein. Ne? Man hat irgendwie so ein bisschen Angst, da Sicherheit reinzustecken. Manchmal ist es so, dass zwei Personen eigentlich das Gleiche wollen, aber beide haben dann aber trotzdem eine Unsicherheit in sich, ne? Beide denken das Gleiche, ja, ich weiß nicht, ob die Person mich will. Ich weiß nicht, wie stabil das mit uns jetzt ist. Kann das überhaupt stabil werden? Kann man sich darauf was aufbauen oder auch nicht? Also da hat man dieses Brennen, da hat man ein Ziel, da hat man einen Fokus, ne? Man will das, man brennt da innerlich vor Leidenschaft. Hier ist eine Energie von sich darauf einlassen, mutig zu sein, ne? Sein ganzes Feuer irgendwie rauszulassen, dass man das einfach so gerne vom Herzen her machen will, ne? Ja, das ist eine sehr charmante Energie hier. Sehr attraktiv. Also, entweder bewegt ihr euch da rein, ne? Weil ihr dieses Feuer spürt. Oder aber der Mensch, der sich vorher irgendwie davon gestohlen hat, ausgewichen ist oder wo ihr das Gefühl hattet, dass da jemand ausweicht, bewegt sich stückchenweise auf euch zu. Denn hier haben wir den Ritter der Kelche. Das kann natürlich auch eure Energie sein, Krebs, auch Fische und Skorpion. Das ist ja der Ritter der Kelche, ne? Da kommt jemand mit Gefühl angerast. Das ist eine verliebte Energie hier, ne? Jemand, der verliebt ist, jemand, der seine Gefühle eigentlich auch mitteilen will, sich in die Sache reinbewegen will, etwas preisgeben will. Hier ist Feuer, Leidenschaft, Verliebtsein, Gefühl, ne? Das ist hier vermischt. Entweder traut sich hier jemand oder ihr traut euch auch, ne? Man bemerkt dieses Zeichen, man bemerkt dieses Feuer, man bemerkt diesen Funke, ne? Ja.
Also, wir klären das jetzt mal auf. Die sieben der Schwerter. Worum geht's denn da? Ist das was aus der Vergangenheit oder spielt das hier eine Rolle mit den Menschen oder das, was da jetzt gerade wichtig ist? Sieben der Schwerter, worum geht es da? Oh, was da? Krebs. Du willst da raus. Hier. Also, wie schon gesagt, ja. Erst hat sich da wirklich jemand zurückgehalten, hat so ein bisschen Strategie angewandt, hatte so ein fuchsiges Verhalten drauf oder es kam einem einfach nur so vor. Aber das ist mehr so ein, ja, vorsichtiges Verhalten, das ist so ein Schutzverhalten. Dir gegenüber oder du bist es gewesen, ne? Weil hier deine Energie, ne, das hat was mit dir zu tun. Und jetzt möchte man Fortschritt, man möchte sich aus der Situation rausbewegen, man will voran, man will voran, man weiß noch nicht, wo einem die Pferde hintreiben sozusagen, wo man rauskommt, in welche Richtung es geht, ob es heller wird, ob es dunkler wird, man weiß es eben nicht so genau. Aber das ist einfach das Ziel, sich aus dieser Lage hier rauszubewegen oder das auch nicht mehr so zu empfinden, ne? Dass sich da jemand wegschleicht, wegstiehlt, dass man da zusehen kann. Nein, jemand will hier auf jeden Fall voran, Vorwärtsgang einsetzen. Ne? So, sieben der Münzen. Worum geht's da? Krebs. Hoppala, ja gut. Die Königin der Münzen. Ja, siehst du. Auch die Stabilität und die Sicherheit. Das ist Erdenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau. Da ist sich jemand wirklich sicher. Da baut jemand etwas auf. Ne? Man sitzt da mit seiner Münze und wartet, dass man die überreichen kann. Da steckt sehr viel Liebe, sehr viel Bodenständigkeit dahinter. Ne? Das ist nicht einfach nur so eine Energie von ja, Leidenschaft aussprühen und sich dann wieder wegstehlen wollen, sondern wirklich Stabilität herstellen, aufbauen. Ne? Auch nicht nur so eine kurzfristige Energie, sondern da macht sich jemand schon Gedanken, hat sich vielleicht auch schon lange Gedanken gemacht. So, die Prinzessin der Stäbe, worum geht's da? Die Prinzessin der Stäbe. Krebs. Ja, das Ass der Münzen. Da ist jemand heiß, da zuzugreifen oder ein Angebot zu machen, ne? Entweder ihr oder der andere Mensch. So, ich nehme das jetzt an. Ich nehme das jetzt, was ich da kriege von meinem Gegenüber. Das Angebot, ich greife dazu. Oder man macht natürlich auch selber ein Angebot. Das ist die Chance, die man sieht. Die Chance, wo man zugreifen will, ne? Ja, Anfang. Eine Anfangsenergie für einen stabilen Boden erschaffen. Aber natürlich auch mit Liebe und Leidenschaft. So, der Ritter der Kelche. Worum geht's denn da? Oh, Wahnsinn. Ja, die sieben der Münzen. Da, das ist das. Man hat zwar nur die sieben der Münzen, aber da traut sich jemand trotzdem. Da will jemand sein Gefühl spielen lassen. Da will jemand auf jemanden zugehen. Ne? Das ist die Geduld. Man hat schon lange genug gewartet. Ne? Das ist diese Warterei. Das ist dieses... Oh, da tut sich doch nichts, da tut sich nichts. Wann passiert denn endlich mal was, ne? Ganz viele Münzen hier. Das ist so dieses, eigentlich bin ich noch nicht wirklich zufrieden, ne? Mit dem, was ich bieten kann, was ich geboten bekommen habe oder was ich da sehe. Man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob der Mensch einen so annehmen wird, ne? Die Gefühlswelt oder auch das Angebot überhaupt. Aber trotzdem... Vertraut jemand auf sein Gefühl und bewegt sich da einfach drauf zu. Jedenfalls vom Innerlichen her, ne? Dass man sagt, so, ich will jetzt, ne? Ich will mich da jetzt reinbewegen. Ja, da ist jemand einfach verknallt, verliebt und wünscht sich die Stabilität. Vielleicht hat sich da jemand einfach auch zu lange Zeit gelassen, weil hier hat jemand so dieses Gefühl, man ist nicht zufrieden mit dem, was man da erkannt hat. Ne? Aber trotzdem geht es darum, sich zu offenbaren. Ne? Total verliebt sein, aber nicht zufrieden mit der Stabilität sein. Weil hier, da geht es ja darum, ne? Die 10 der Münzen zu erreichen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So ein Verliebtheitsgefühl, Schmetterlinge im Bauch und so, Leidenschaft und so. Das ist nochmal wieder was anderes, wie sich eine Stabilität herzustellen. Ne?
Und die Sicherheit. Etwas ist erstmal nur am Anfang. Wenn etwas am Anfang steht, dann muss man natürlich auch die Sicherheit erkennen. Die Erdung, auf dem Boden bleiben, ne? Von oben nach unten kommen. Wenn man verliebt ist, dann schwebt man immer ganz hoch. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man auf dem Boden der Tatsachen nicht ganz das erreicht hat, was man wollte oder wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ja meistens so, ne? Weil innerlich sieht das immer ganz anders aus, wenn man verliebt ist. Natürlich auch beim Gegenüber, ne? Und dann spielt es sich trauen dann auch mal wieder eine Rolle. Sicherheit, Selbstwertgefühl und so. Jetzt gucken wir mal, was da eine große Rolle spielen wird für dich im September. Was wird da besonders wichtig, Krebs? Oh, die Rose und der Schmetterling. Wow, das passt ja. Krebs, die Rose, das ist die Leidenschaft, das ist Erotik, Romantik. Etwas Schönes, etwas, was leidenschaftlich erblüht. Und hier Schmetterling, Entfaltung, Leichtigkeit. Man spürt so dieses leichte Gefühl, diese Erotik, dieses Knistern, ne? Es geht darum, dass man sich leichter fühlt in der Situation. Vielleicht spürt ihr das selber, ne? Dass sich da wirklich was entwickelt, entfaltet und man spürt dieses Knistern, diese Romantik, ne? Leidenschaft. Und man kann sich da so langsam entfalten oder der Mensch traut sich dann auch, sich zu entfalten. Siehst du, das ist wieder die Bestätigung hier, dass es sich mal wieder um etwas Zwischenmenschliches bzw. Liebestechnisches handelt, ihr Lieben. Klären wir das mal auf. Rose und Schmetterling. Oh, das Brot. Lebensnotwendig. Oh, und die Krone. Ja, was ich vorhin gesagt habe. Es ist hier für jemanden von sehr großer Wichtigkeit, von sehr großer Bedeutung, sein Ziel jetzt zu erreichen, der König oder die Königin zu sein. Hier gibt sich jemand wirklich Mühe, um einfach gut zu sein. Man wird sein Bestes geben. Man wird sein Bestes geben. Es könnte bei einigen sein, ne, dass dieser Mensch, um den es geht, wirklich einen guten Beruf hat auch, ne? Sich so ein bisschen durch sein oder ihren Beruf erheben kann. Also Selbstsicherheit ausstrahlt. Aber vielmehr geht es hier darum, dass jemand wirklich... Oh, das war die Tür. Die ist von alleine aufgegangen durch den Wind. Dass jemand wirklich sein Bestes gibt, ne? Um sich das zu verdienen, um sich etwas zu verdienen. Es ist natürlich auch so im Hinterhalt, dass es bei der Person oder vielleicht auch sogar bei dir um den Stolz geht, ne? Dass man da wirklich sehr viel Angst hat, wenn man sich auf den Menschen zubewegt, eine Abfuhr zu bekommen oder sowas. Deswegen will man hier die Leichtigkeit erkennen. Ne? Das zeigt sich ja auch natürlich. Was haben wir denn da im Hintergrund? 104, 5, das ist der Baum, siehst du? Ja, das ist das Wachstumspotenzial, was sich hier zeigt. Lange warten. Lange Geduld gehabt haben, verwurzelt sein, auf etwas warten, auf jemanden warten, ne? Standhaft sein, sich nicht vom Fleck berühren, sich nicht vom Fleck rühren, so. Und ja, das ist das Wohlbefinden, sich leicht fühlen, sich entfalten können. Natürlich auch der Stolz, der sich dann zeigt, wenn man so und so viel Sicherheit vermitteln kann, wenn man sich selbstsicher fühlt und der Mensch das dann auch noch annimmt, dann ist man natürlich richtig stolz, ne? Klar, auf jeden Fall. So, gucken wir mal, was noch die Ich bin Licht und Liebe Orakelkarte sagt. Erinnere dich an dein wahres Selbst, unabhängig von Personen oder Situationen. Krebs, was gibt's da noch zu sagen? Ich bin sanft zu mir. Ich bin liebevoll und sanft zu mir. Ohne Selbstwert. Eilungen oder jegliche Selbstbestrafungen. Heieiei, habe ich das richtig gelesen jetzt? Selbstwerteilungen. Siehst du, was ich eben gesagt habe? Wahnsinn. Selbstwert. Das mit diesem Stolz, ne?
Wenn jemand einfach zu stolz ist, natürlich, ne, man will selbstbewusst sein, stolz sein, selbstbewusst in die Sache reingehen, selbstbewusst auf eine Person zugehen. Trotzdem sollte man sich selbst nicht bestrafen. Das ist schwer zu erklären. Auch im Innerlichen so dieses Gefühl haben, boah, ich schaff das nicht. Oder auch zum Beispiel, wenn man zu nervös ist oder zu aufgeregt oder so, ne? So dass man sich selber irgendwie pushen muss. Das muss man gar nicht, ne? Sei sanft zu dir selber. Nimm auch deine zarten Emotionen an. Egal, was das für welche sind. Die stecken in uns und die müssen wir annehmen. Man sollte auch etwas nicht wegschieben oder übertönen oder sich für irgendein Gefühl schämen oder so. Das haben alle Menschen. Auch wenn man viel träumt, verwunschenes Tal, ne? Wenn man sich viele Sachen wünscht, man kann vieles erreichen. Ne, mein lieber Krebs? So, ich danke dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen wunderbaren September und bis bald. Tschüss.